Rund 70% der Bundesbürger halten, einer aktuellen Umfrage zufolge, islamistische Attentate wie die in Frankreich auch in Deutschland für möglich. Das baden-württembergische Innenministerium spricht von einer unverändert hohen abstrakten Gefährdungslage. Dem Ministerpräsidenten ist indessen, auch nach den sich durch Europa ziehenden Solidaritätskundgebungen von Millionen von Menschen, vor allem eines wichtig. Es geht ja da um die Verteidigung universaler Werte, sodass klar ist, dass wir uns in der Ausübung dieser Werte nicht einschüchtern lassen von Terroristen. Darüber hinaus braucht es auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht, in präventiver Weise, klare gesellschaftspolitische Konsequenzen. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, dass die Einwanderer gut integriert werden. Wir haben das auch im Kabinett heute diskutiert, dass wir vor allem im ganzen Bereich des Islamunterrichts Tempo zulegen. Konkret, muslimische Kinder sollen in der Schule im Islamunterricht nur noch von Personen unterrichtet werden, die durch eine staatliche Ausbildung in Deutschland qualifiziert sind. Damit der religiöse Analphabetismus, der da teilweise herrscht, sowohl bei den Muslimen selber wie auch bei der Bevölkerung bei uns, dass das sich ändert und wir auf einem hohen qualitativen Niveau, wie wir das auch gewohnt sind, Kinder und Jugendliche sich religiös wirklich bilden können und sich nicht durch Versatzstücke von Extremisten in die Irre geleitet würden. Die missbrauchten den Islam, um Jugendliche in den Terrorismus zu lenken. Einzelaktionen seien zwar nie zu verhindern, es werde aber dann inner- und außerhalb der Moslems deutlich, dass Islam und Terrorismus nichts miteinander zu tun hätten und dass es immer einen Vorrang staatlicher Gesetze gäbe. Jede Religion, wie auch immer sie sein mag, steht weder hinter, neben, unter, sonst wie auf der Verfassung. Sie kann nur auf der Verfassung stehen. Das darf in keiner Weise in Zweifel gezogen werden. Auch die Religionsausübung der Menschen aller Religionen dürfe sich deshalb nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung und nicht neben oder gegen sie entfalten.